Ey, ich hasse manchmal Topline einfach. Es gibt so viele One-Tricks. Die kann auch Wukong mit Ignite Phantom, mit Ignite Heimerdinger, Darius Mains, die mit Ghost spielen. Ah, wir spielen Action gegen Cassio. Das Matchup ist, ja, ziemlich bad für mich. Die ersten paar Waves kann ich gegen Cassio auf alle Fälle contesten. Ihr Mana Pool ist nicht groß genug, dass sie mich runterpokt. Aber sobald sie dann T hat oder so, wird es ein bisschen kritisch. Alter, willst du mich eigentlich verarschen? Keine Spotzeit, okay? Moin. Nice. Aber wir haben schon fast 45% CDA. Das merkt man. Mit Level 10 klatscht das schon ziemlich hart rein, ey. Es turnt das Matchup ein bisschen, weil ich einfach ihren Poke Damage outsustaine. Ach, wunderbar. Die Kasse ist, glaube ich, ein bisschen tilted jetzt. Ich mache ein bisschen Damage, Jungs. Aber nur... Ah, Lux Q ist so OP. Ey, ich kann diesen Spell nicht dodgen, Mann. Ja, Vladimir mit Rabadons ist ein bisschen unbalanced. Aber auch nur mit Rabadons irgendwie. Noob! Im All-Chat. Noob! Nice. Mit Renekton solltet ihr, wenn ihr eure Fury habt, nicht unbedingt direkt den Spell benutzen. Wenn ihr schon genug Fury habt, ist das so viel Pressure auf den Gegner, weil er einfach euch respektieren muss, weil eure Q halt mehr Damage macht und generell eure W. Ja. Schade, dass es hier gestorben ist. Oh. Ah. Okay, so weit war das jetzt eigentlich nicht. Das ist ein bisschen sad. Ah, scheiße. Ich konnte die Wave leider nicht slow pushen, so dass sie jetzt nicht den Tower hittet. Bisschen sad. Aber doch, wir können Top-Lane easy diven. Ja, Riven ist tot.
cigarette pack of young boys going howling at the fire. What? Bisschen komisch, dass die Elise direkt die Tower Agro genommen hat, aber. In welcher Welt gewinnt Riven bitte dieses 1v1? Rex ist Botzer, deswegen kann ich hier easy die Lane proxyen. Riven hat auch kein TP. Mal hier warten und können noch ein Tower-Plating holen, bevor wir resetten müssen. Weiß nicht, ob wir Tower nehmen sollten. Ich glaube, Riven ist ja schon da. Da wurde es halt ziemlich gut, weil ich halt genau weiß, wann Riven wieder auf der Lane ist. Ich stay actually. Die wird die Flash checken und ich kann 3000 Damage auf sie machen. Ich glaube, Tower können wir uns jetzt holen. Ich mache legit immer das gleiche. Ich hatte 2500 Gold, aber die Riven wird jetzt hier vorlaufen wieder und genau das gleiche machen. Nee, tut mir ein bisschen leid, die Riven. Würde aber eigentlich gerne bald Base und mein ganzes Gold ausgeben. Kann ich mir schon Spear holen? Nee, noch 400 Gold. Aber ich muss meinen Doran leider verkaufen. Scheiße, wenn ich früher gebased hätte, hätte ich jetzt hier TPen können. Ich TP trotzdem. So, jetzt habe ich entweder gehe ich halt Richtung Sterix oder ich gehe Titania Kydra. Ich denke, Sterix ist besser, deswegen gehen wir hier die zwei Sachen und versuchen als nächstes Item halt Sterix zu finishen. Das war stark von der Sivir. Oh, das. Oh, nice. Ah, Sivir ist leider tot. Oh, da holt sie noch relativ viel Zeit raus. Okay, Rex hat keine Ulti. Sollte free sein für uns hier. Ich glaube, ich muss nicht starten, wenn man den Break. Ich habe jetzt schon erwartet, dass die dies mir hilft direkt, aber. Ja, wird echt ziemlich viel Damage passieren. Ey, wenn irgendjemand hier face checkt, dann stirbt er. Aber ich hole mir lieber den Midwave direkt. Na gut. Ouchie. Wunderbar. Ach, nice. So, dann schauen wir mal, wie viel LP wir bekommen. Ich call die plus 8.